Hallo! Herzlich willkommen zu diesem Update. Das ist heute live. Wir haben heute den 1. August und wir sind mittlerweile schon in Anchorage. Also wir sind schon eine ganze, ich glaube, wir sind 4 Wochen hinterher mit den Videos. Aber in Kanada, das Internet ist eine Katastrophe. Hier in den USA viel geiler. Also das können die Amis wirklich. Hier gibt es überall schnelles Internet. Warum dieses Update? Wir müssen jetzt mal kurz nach Hause fliegen. Und wir müssen ein paar Sachen erledigen. Caro muss Sachen erledigen, ich muss Sachen erledigen. Das geht leider nur persönlich. Und deswegen muss der arme Willi, kommt hier in ein Car Storage, bleibt in Anchorage und dann kommen wir wieder und dann geht die Reise auch alles ganz normal weiter. Von den Videos, ihr würdet es gar nicht merken, ich habe so viel Material gefilmt, wir haben so viele Abenteuer bis jetzt erlebt. Das ist unfassbar. Wir sind nach unserer Yukon River Tour, wir sind den Dempster gefahren. Das ist ein Highway bis fast an den Arctic Ocean in Kanada. Dann waren wir in Dawson City, eine abgefahrene Goldgräberstadt. Also wer da noch nicht war, also kann man sich nicht vorstellen, wie es da aussieht. Dann Alaska, Dalton Highway bis ans Polarmeer. Wir sind im Denali gewesen. Wir haben so viel gemacht. Unfassbar, wirklich unfassbar. Die Videos kommen alle in der Zeit, wo wir zu Hause sind. Und ich mache die Bastelvideos fertig. Es sind, glaube ich, noch 2 Bastelvideos, damit wir die Playlist auch endlich mal abgeschlossen haben. Ich fände es super cool, wenn ihr mir mal in die Kommentare schreibt, was ihr für Verbesserungsvorschläge habt, für Videos, Ideen, Themen. Ich habe schon ein paar Mal jetzt gelesen, dass ihr gerne hättet, das aktuelle Datum, wann das aufgenommen würde, wird eingebaut, mache ich jetzt. Und wenn ihr noch Anregungen habt, irgendwelche Themen, zum Beispiel, ob ich mal mehr auf Foto, auf Video, auf das Auto, keine Ahnung, schreibt mir das in die Kommentare. Und so mehr Leute Kommentare schreiben, umso genauer kriege ich ein Bild, was euch interessiert. Dann können wir zusammen The Sunnyside weiterentwickeln und noch viel besser machen. Auf jeden Fall, die Zeit, wo wir zu Hause sind, wird natürlich auch zum Basteln benutzt. Wir haben mittlerweile die 20.000 Kilometer geknackt. Das kann ich ja schon mal vorwegnehmen. Und dazu gibt es auch wieder ein Bastelvideo. Und diesmal steht das Bastelvideo unter dem Thema Stauraumvergrößerung. Also es funktioniert, wir haben einfach zu wenig Platz. Jetzt, wenn man hier im Sommer super viele Aktivitäten, nasse Wanderschuhe, irgendwelche Kanusachen, das fliegt alles unten im Auto. Wir müssen immer alles von hinten auf die vorderen Sitze räumen. Ey, und das nervt wie die Pest. Wir brauchen mehr Stauraum und ich habe super Ideen und die werde ich jetzt zu Hause umsetzen und dann werden wir die, wenn wir wieder zurück sind, werde ich das alles mitnehmen und dann werden wir das hier dran schrauben zusammen. Ich glaube, das ist ganz cool. In meinem Büchlein hier alles vermessen, alle Maße, alles, was ich brauche. Ja, und im Endeffekt, wenn wir dann wieder da sind, geht es nahtlos weiter hier aus Anchorage. Also die Videos gehen dann bis Anchorage und dann machen wir in Anchorage weiter. Also ihr verpasst auch nichts, wir verpassen nichts. Wunderbar. Die 20 Euro gespendet haben, kriegen ihre Aufkleber zugesendet. Das machen wir alles fertig. Da sind wir. Wir sind einfach nicht dazu gekommen. Könnt ihr euch auch kaum vorstellen, wenn ihr noch nicht hier wart. Ey, es ist einfach Wildnis. Wir hatten hier, hier gibt es nichts zum Teil. Ne? Und da ist echt Sendepause. Dann, jedenfalls war das von unterwegs mega schwierig auszumanagen. Und das machen wir jetzt zu Hause fertig. Die Aufkleber gehen raus. Wir werden, ich denke mal, bei Patreon das einrichten, dass man auch Aufkleber bestellen kann, wer einfach Aufkleber haben möchte. Dann habe ich mir überlegt, ich werde Merch. Ich weiß, dass ihr sowas mögt. T-Shirts, Taschen. Mal gucken, was ich alles so hinkriege. Ich habe auch schon ein paar Sachen designt für die T-Shirts und Taschen. Ja, wir haben jetzt eine SIM-Karte. Dadurch können wir auch vor allem eine amerikanische SIM-Karte. In Amerika bekommt man natürlich für $65 bekommt man Unlimited Internet auf seinem Handy. Und das hat auch Roaming für Mexiko und Kanada inklusive. In Kanada ist das Internet so schlimm und die Daten und das ganze mobile Kack ist so teuer in Kanada. Deswegen jetzt mit der amerikanischen SIM-Karte sind wir auch relativ unabhängig, was Internet angeht. Ich kann leider nur nicht die Videos damit hochladen, weil bei diesem Tarif der Hotspot-Scheiß geblockt ist. Und aber da werde ich auch noch eine Lösung für finden. Ich kann mal sagen,
ich sehe immer hier Instagram-Stories. Ich habe noch nie Instagram-Stories gemacht. Soll ich mal anfangen mit Instagram-Stories? Dann seid ihr ein bisschen live dabei. Schreibt mal hin, ja, nein, doof, keine Ahnung, interessiert keinen. Und ich habe ja die Videos, mittlerweile sind die ja alle so sehr thematisch. Ich weiß nicht, findet ihr das gut, findet ihr das schlecht? Auf jeden Fall freue ich mich über viele, 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 viele Kommentare, um hier The Sunny Side weiter nach vorne zu bringen. Und ja, wir sehen uns ja jetzt sowieso die ganze Zeit. Es bleibt eigentlich alles unverändert, aber mal so ein Status-Update. Vielleicht hat ja auch zu Hause der ein oder andere mal Zeit, dass man sich mal sieht oder mal zusammen irgendwo ein Video macht mit irgendwem. Also schreibt mir in die Kommentare fleißig und dann geht es jetzt weiter. Und wir sind jetzt in einem kleinen Germany-Break. Also haut rein, ciao. Und immer dran denken, der Weg lohnt sich. Ciao.